So, ihr seht hier eine Miele 527 und ich versuche hier mal die Blende rauszumachen. Um das zu schaffen, muss man ja erstmal diesen Pipsel hier abkriegen und die beste Methode dafür ist meines Erachtens, dass man sich erstens viel Zeit lässt, wenn es drauf ankommt, weil wenn man hier diesen kleinen diese kleine Steckachse abbricht, dann hat man automatisch gleich die Leistungselektronik mit kaputt gemacht, die sich dahinter befindet. Also da jetzt ganz vorsichtig vorgehen. Und eine gute Methode ist es, dass man zwei Löffel nimmt, von der linken und von der rechten Seite, und es mit einer zweiten Person ganz, ganz langsam nach oben von beiden Seiten hebelt und dann kriegt man den irgendwann ab. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie es geht, dann sieht man ziemlich ratlos aus, deswegen kommt jetzt hier mein Tipp. Guckt euch jetzt mal hier ganz genau dieses Ding an. Und hier seht ihr, hier unten kann ich mit dem Schraubenzieher, ist hier so eine kleine Ausbuchtung, dann kann ich mit dem Schraubenzieher reingehen und mit vollem Gewicht runtergehen. Und jetzt merkt ihr, hier oben geht jetzt plötzlich diese Blende ab. Warum ist es so? Weil hier unten wiederum in der Rinne sind Federn enthalten. Warte mal, sieht man die jetzt? Wie ist da die Feder? Da eine Feder, da ist eine Feder. Und wenn ich die dann wieder reinmachen will, setze ich sie sozusagen unten an. So, genau. Hier oben habe ich so, klappe sie wieder ran. Nimm den Schraubenzieher. Gehe wieder in mein Loch rein, was ich nehmen kann, und gehe hier runter und zack, die Blende schnappt dann ein. Ja, das war's und ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte.